people in our club played against Wiener Berg and won 2-1. It was a very hard game and we almost had a draw, but we still won 2-1. It was a very good game and I'm pretty proud of our Kampfmannschaft. And yeah, I'm thanking all of my subscribers and all the people who like this video. And please don't forget to comment and bye. See ya. Aber ich glaube, wenn man 3-1 verliert, ist das nicht so einfach. Aber ich glaube, die Burschen haben das sehr gut heute gemacht. Man hat gesehen, von der ersten Minute ist er präsent da. Wir sind aggressiv in die Zweikämpfe. Und ja, obwohl der Gegner, muss man auch ehrlich dazu sagen, zweite Halbzeit auch zu sehr vielen Chancen gekommen sind. Und das ist ein großes Lob natürlich auch an einen Tormann von uns, der was die Chance auch gehalten hat. Aber das ist das Spiel. Für sowas, für einen Erfolg, müssen wir die ganze Arbeit. Und da muss ich ehrlich sagen, Hochachtung an die Burschen. Ich glaube, nach dem späten Ausgleich, dann noch einmal gleich so zurückkommen. Ja, aber ob es der Sieg oder nicht, ist glaube in der Situation egal. Wir sind 1-0 gestanden. Wir haben dann diese Partie mit 2-1 knapp gewonnen, aber verdient. Das ist für uns ganz wichtig. Der erste Sieg in der vierten Runde und wir waren auch sehr kampfstark. Und wir sind natürlich jetzt sehr zufrieden, dass wir jetzt endlich 3, wir haben uns vorher auch schon Punkte verdient, aber jetzt haben wir verdient gewonnen und da sind alle glücklich, dass wir jetzt einmal 3 Punkte haben. Und damit ist es eine knappe Partie, eine faire Partie gewesen. Und Gott sei Dank, wir haben gewonnen 2-1 und jetzt sind wir halt sehr froh. Und schauen wir, wie es weitergeht. Danke. Ja, ich muss auch der Mannschaft ein Kompliment ausstellen. Sie haben jetzt Fehler korrigiert und waren heute 90 Minuten und länger mit der Nachspielzeit, waren sie immer mit Kampfgeist dabei und haben stark gekämpft und verdient gewonnen. Sie haben wirklich, jeder Spieler hat alles versucht und haben auch die Fehler ausgebessert. Dadurch haben wir auch verdient gewonnen und da kann man der Mannschaft, dem Trainerteam, dem ganzen Verein auch wirklich nur für heute mal gratulieren. Ja, unser Torwart, der Michael, der ist natürlich ein Fels in der Brandung, der ja wirklich immer wieder hat, schon die letzten 2-3 Jahre, Spiele gerettet. Auch heute war er wieder ganz wichtig in einer Situation, wo wir unter Druck waren, hat der Michael wieder 5, 6 ganz, ganz schwierige Bälle gehalten und das ist schon in dieser Liga ein Spitzentormann und wir können nur danken, dass er bei uns ist. Also ich wünsche euch einen schönen Sonntag, bei Waffen geht genau alles in Ordnung, 3 Punkte und jetzt kann man mal durchatmen, danke. Richtig, und wir berichten hier von unserem ersten Saisonsieg gegen den SV Wiener Berg, haben natürlich mit 2-1 gewonnen, so wie wir es erwartet haben. So ist es, war ein glücklicher Sieg letzten Endes, aber der höchst verdiente, glaube ich, und jeder ist froh von der Mannschaft, dass wir eben gewonnen haben und dass wir die ersten 3 Punkte einfahren haben können. Also war ein harter Kampf, aber letzten Endes, wie gesagt, hat das Glück beim Tüchtigen. Ich glaube, wir haben uns das Glück erarbeitet und alles in allem ist es ein gelungener Sonntag, gelungener Sieg und jetzt haben wir angeschrieben in der Tabelle. Und jetzt feiern wir nur ein bisschen. Genau. Jetzt genießen wir den Sonntag noch. Freuen uns aufs nächste Wochenende. So ist es. Dann danke. Und wir sind sehr glücklich. Danke. Das ist mein Vater, ja. Der Vater von Alper. Wir sind sehr glücklich. Wir haben super gespielt und das freut uns sehr. Ja, wir sind sehr stolz, 2-1 gewonnen. Bis nächste Woche. Ja. Noch voll durchziehen. Und ja, es war ein schweres Spiel, aber wir haben am Schluss noch alles gegeben und gezeigt, dass wir auch in so einer schweren Situation, wie es bei uns gerade ist, noch 3 Punkte mit nach Hause nehmen können. Und ja, die Mannschaft ist super. Wir mussten nur einmal das Selbstvertrauen haben und die 3 Punkte holen. Und ich hoffe nächste Woche wieder. Und wir bedanken uns bei den Zuschauern und bei meiner Freundin und bei allen Zuschauern, die den Verein unterstützen. Dankeschön. Ich bin sehr stolz auf dich, Schatz. Wirklich. Die haben heute sehr gut gespielt, super. Und ich bin sehr stolz auf meinen Papa. Hat auch. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich grüße meine Schwester, Lilly. Ich grüße meine Mama, Papa. Tschüss. Hallo, mein Name ist Osama Elzayat. Ich spiele bei der Waff Brigittenau. Ich habe die Trikot Nummer 9. Und
Heute war der Sieg sehr gut, da wir jeder an seine Grenzen gekommen ist, 110%, die er gegeben hat. Und ja, ich bin sehr glücklich über den ersten Sieg. Natürlich sehr wichtig, auch jetzt für das Selbstvertrauen. Und ich hoffe, es geht genauso weiter. Ja, es war von Anfang an eigentlich eine Partie. Es war wichtig, dass wir eben punkten. Also wir müssen punkten vorm Spiel. Und und im Endeffekt der glückliche Sieg dann zum Schluss noch, das war gut für uns, auch für Selbstvertrauen. Also hat voll gepasst. Bin glücklich, dass wir gewonnen haben. 2-1, 2-1. Danke, danke. Hallo, servus. Hallo, servus. Mein Name ist Nico Schrammel. Hab die Nummer 15. Haben heute gewonnen gegen Hinterberg. Hab das Siegestor gemacht. War ein sehr wichtiger Sieg für die Mannschaft. Naja, war sehr toll, dass wir heute gewonnen haben. Wir haben stark gekämpft. Ja, wir haben alle das Beste gemacht. Ja, sehr wichtiger Sieg heute für die Mannschaft. Wir haben heute 2-1 gewonnen gegen Hinterberg. Haben heute 3 Punkte geholt. Wichtig. Ja, wichtiger Sieg halt. Ja, das Team hat sich reingehaut, hat sehr gut gekämpft. Wir haben ein bisschen nervös waren wir am Anfang. Dann sind wir gut reingekommen. Ja, man kann noch ein paar Gänge raufschalten. Es war noch nicht das Beste von der ganzen Mannschaft. Wir können uns noch mehr steigern. Hoffentlich werden wir das auch. Aber jetzt haben wir mal einen wichtigen Sieg geholt. Und ja, ich hoffe, es wird bergauf gehen für uns alle. Wo wir das 1-1 bekommen haben in der 90. Minute, relativ am Ende. Dann hatten wir 7 Minuten Nachspielzeit. Dann habe ich gemerkt, dass also das Siegestor gemacht sozusagen. Das Siegestor habe ich gemacht. Naja, dann haben wir schön runtergespielt die letzten paar Minuten. Ja, also es war eine gute Leistung von der ganzen Mannschaft. Ich grüße die ganze Mannschaft. Das Tor habe ich für meinen Vater gemacht heute, weil er hatte gestern Geburtstag. Ja. Alles Gute. Danke, danke. Tschüss Leute, ciao. Und hier am Waffplatz, wir haben jetzt, die Kampfmannschaft hat jetzt ein Match gegen Wienerberg ASV und die werden jetzt gegen die spielen hier am Waffplatz und die wärmen sich gerade auf und werden in Kürze dann gegen die spielen und wir werden mit jemandem ein Interview machen, um zu wissen, wie er das Spiel findet, ob sie gewinnen und so weiter. Also, los. Also, wie findet ihr, werdet ihr spielen, werdet ihr gewinnen oder vielleicht verlieren? Also ich glaube, dass unsere Mannschaft heute gewinnen wird und wir brauchen den Sieg heute quasi. Glaubt ihr an Qualität, dass ihr an die besser sind oder vielleicht ein paar Fehler, Schwächen gibt und also so? Also quasi, ich glaube, dass unsere Mannschaft, also mit Wienerberg SV, also 50-50 sein wird und ich glaube an einen Sieg heute, den wir quasi brauchen. Und glaubst wie findest du, wird das Spiel sein, weil Wetter und so wird irgendetwas stören und so? Na, also ich glaube, die Bedingungen sind sehr in Ordnung und ich glaube ja, dass alles heute passen wird quasi. Und willst du noch irgendetwas sagen? Nein, nichts. Also ich glaube quasi, wir gewinnen heute und das war das. Abonniert das Video quasi auf diesen YouTube-Channel. Laurent wie heißt es? Harich. Also das steht genau nicht. Da habt ihr es noch einmal in der Abbildung. Danke, ich bedanke mich für das Interview. Danke. Und vergiss nicht, das Video zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Tschüss, wir sehen uns. Positiven. Ich war in der Kabine, habe der Mannschaft viel Glück gewünscht, dass sie 90 Minuten Vollgas gibt, dass alle zusammenhalten, dass wir ein Kollektiv sind und dass man bis zum Schluss jeder Vollgas gibt. Ja, das habe ich Ihnen gesagt und wir wünschen Ihnen alles Gute für das Spiel. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt mal schon so. Ja,
werden jetzt haben, die Kampfmannschaft. Und die gehen jetzt rein ins Match und spielen jetzt gleich. Attacke! Die Kampfmannschaft geht jetzt ins Spiel und wollen jetzt das Sieg holen, bitte. Und ich hoffe, das schaffen sie. Die Schicht stellen sich jetzt auf und werden jetzt gleich. Wir werden gleich spielen. Pass auf, auf mich. Die Gehirn stellen sich jetzt auf. Jetzt besprechen sie irgendetwas miteinander. Das Spiel beginnt. Oh, schön. Schuss. Oh, daneben. Was schießt aus. Mal wird rausgespielt. Ja, schön. Spiel, ja. Schuss! Elfmeter! Ja! 1-0. Hi. Hey, Levi, super gespielt. Ja, 1-0. Kopfball und 28. Minute, 26 Sekunden und er läuft nach vorne und der Grätsche, kein Foul und der Pass. Wieder der Kopfball und er flankt nach vorne und der ist fast draußen. Wieder der Kopfball und er schießt die Nummer 10 und der Michael hält ihn. Halt ihn. Er ist ein Torwarttrainer. Spaß. Oh je, was ist denn da los? Der Torwart vom Wiener Berghard backt den nach vorne und schießt. Wiener Berghard Ball. Und die 15 muss nur laufen. Er muss die Luft anhalten. Und das können wir vergessen. Oh mein Gott, er kommt. Oh. Oh. Das war nix. Kein Foul. Aber
Schiri. Er hat eigentlich nur Kopfball gemacht. Ist wie findest du, war das ein Vorlage oder nicht? Ich finde irgendwie nicht, weil er hat nur Kopfball gemacht. Aber er hat ihn berührt. Aber die Nummer 12 von Wienerberg. Gute Doppelpass. Und jetzt kommt der... Wollte Schere machen. Und dann... Aber... Oh mein Gott. Aber da... Da gibt es jetzt einen Foul-Freistoß. Und das ist gefährlich, weil das... ist. Und das wird der Torwart von Wolf sicher halten. Das ist jetzt gefährlich, Alex. Michi muss jetzt einen guten Freistoß. Es steht schon 1-0 für Waff. Das ist ein guter in der 32. Minute, 37. 8. So, das ist gefährlich von jetzt. Michi, sieht so aus, Michi hat eine gute Mauer gemacht. So, noch 9 Minuten. Linksfüßler und der und Pack. Aber. Und sie ist schon gefährlich. Ist vorbeigegangen. Alex, wie findest du heute das Spiel? Schöne Wetter und so. Ja, sehr heiß. Ist aber sehr schön. Die Schwitze. Rausschneiden, bitte. Babbel. Schwitzen schon. Aber sieht so aus, wie drei haben mit. Ja. Schlechter. Waff hat Ball und er wird gezogen. Schiedsrichter sieht nichts. Wie viele Spielminuten gibt es noch? Paul, gelbe! Besser rote! Das ist zu wenig! Mehr als eine rote! Platz verweisen, das ist zu wenig! Aber sehen wir noch. Kein gelbe Karte. Lebenslang ist auch zu wenig. Es reicht nicht. Gut. Und Halbzeit. Ein Schuss für Waff. Und ja. Auf jeden Fall wünsche ich denen noch ganz viel Glück und hoffentlich gewinnen sie mit 3 Punkten. Ich drücke ihm die ganze Zeit die Daumen, natürlich mit dem Fanclub auf meiner rechten Seite. Bis bald. Das Match hat um 10.30 Uhr begonnen. Waff Birgittenau hatte leider 3 unglückliche Niederlagen. Bis jetzt und heute, nach 45 Minuten, steht es 1-0 für Waff gegen Wienerberg. Und die Leistung ist bis jetzt die beste. Und wir hoffen, dass das so bleibt, weil dann können wir da daheim gewinnen, was für uns sehr wichtig wäre. Schönen Sonntag. Da sieht man sogar den Thermolaber von ihm. Robbe zu machen. Jetzt ist da noch 5 Minuten. Hallo. Boy! 86. Minute. 1-1. 1-1. 88. Spielminute. 1 Minute. 2 Minuten noch. Nummer 17 von Wienerberg hat das Tor gemacht. Jetzt steht, das Spiel ist, glaube ich, schon zu Ende. 2 Minuten noch. Die Waffe haben sehr gut gespielt überhaupt, oder? Mhm. Aber jetzt kommt die Wienerberg. Jetzt hören wir die Spiele wie die halt. Tust du jetzt die Spieler wie die Stärken? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0.
Hey, wann pfeift er? Noch 7 Minuten Nachspielzeit gibt's noch. Oh, noch 7 Minuten Nachspielzeit. 2 und 5 gesagt, das bedeutet 2 plus 5 ist das 7. Jetzt. Hängt, oder? Besser wäre Golden Goal, aber... Und ja! Gar nichts, oder? Ja. Aber da passiert schon was. Ja, da passiert schon einiges. 2-1. Wir waren früh getroffen. Die Nummer 17 von Wienerberg. Geht nur defensives Spiel, die müssen ganze Zeit Spiel machen, oder? Genau. So. Aber das heißt doch nichts, wenn es 7 Minuten Nachspielzeit ist, oder? Ja. Eine Route mitgenommen. Sieht jetzt sehr schlimm aus. Rote! Muss der Trainer von, der arme Trainer von Waffe, er muss jetzt 100 Mal meinst hingehen. Verletzt, also der Spieler von, also der Waff, dass jemand die Spieler halt verletzt, also wenn er kommt. Ja. Weil er vergessen hat, glaube ich. Ich bin mit dich, es wird jetzt gar nichts passieren. Ich glaube, noch 2 Minuten. Stimmt ja, oder? Ja. Die Nummer 14 geht raus. Okay, Spiel ist jetzt sicher vorbei. 96. Minute, glaube ich. Und da hört man den Arzt, die Rettung, die holt den Spieler ab. Oder ist das die Polizei? Die holen ja den ganzen Wienerberg ab. Ohne einmal zu zögern. Michi soll jetzt Zeit schinden. So, die Nummer 14 ist wieder drinnen. Schiri, fertig, Schiri! 5 Minuten vorbei. Sieht so aus, dass Schiri pfeift noch immer nicht ab. Hm? Ich glaube, er hat auch seine Pfeife vergessen. Oh, Mama. Ja, bitte. Bitte hör auf damit.
Was ist noch beim Turnier? Was ist noch beim Turnier, alle Eltern? Vor allem ich! Die Nummer 10! Ja! Mann, er soll Touch hinten! Alex, hier bitte! Schiri! Sieht so aus, der Schiri ist sicher für Wienerberg. Ja, weil er macht keine rote Karte. Schiri, schaust du an, bitte! Ist schon vorbei! Ja, 7 Minuten sind längst vorbei. Ja, das ist schon die neue. Ja! Ja! Brigitte noch gewinnt! Brigitte noch gewinnt 2-1 gegen Wienerberg.